Yuri, ich weiß jetzt, dass Rhino Oscorps Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mache mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde, aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Jemanden in deiner Größe, Rhino? Gibt keinen in meiner Größe, Pauk! Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Mittel zum Zweck, Pauk! Alles ist nur Mittel zum Zweck! Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit! Wahre Freiheit! Kein Anzug! Kein Rhino! Oh, ich mag den Anzug! So individuell! Sei dankbar! Ohne Anzug mache ich dir weniger Ärger. Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf. Du bist lustig, Malenki. Tut mir fast leid, dein Gesichtchen einzuschlagen. Aber nur fast. Achtung, Rhino! Wilderer! Du bist nicht lustig! Okay, Rhino, beenden wir das passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Eher die... Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm, Sechs. Gargan, bitte, du machst dich lächerlich. Super, mein Papa ist ein echter Vollidiot. Herr, dann ändert ihr das. Muss Scorpion zu Boden bringen. Die Netze könnten helfen. Wieder gefangen, Gargan. Erbärmlich. Krieg weg, der Gargan. Dich Angriff, du Trottel! Angriff! Komm runter und hilf, du Rat! Jungs, bitte! Von mir ist genug für alle da! Ah.
Rhino kommt aus seinem Anzug raus. Was hat Octavius dir versprochen, Scorpion? Geld. Gargan hat keine Prinzipien. Er kämpft für Geld. Unsinn. Ich würde Spider-Man auf den Tisch töten. Das Geld ist ein Bonus. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Bekommt ihr beiden das alleine hin? Ich werde es auch keinem sagen. Und deinen Schädel heillassen? Wo bleibt da der Spaß? Rhino ist betäubt. Jetzt setzt es Prügel. Komm her, Paul. Mein Unterkiefer hat das schon mitbekommen. Danke. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Hattest du nicht einen Poesiekurs im Reft belegt? Als Therapiemaßnahme? Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt.